Wir sind jetzt in Bishkek angekommen, am Airport. Und lief alles sehr gut, bis Freddy sein Handy verloren hat. Wir haben unser Wagen secured. Dieser Wagen ist geisteskrank geil. Also wirklich, der hat LEDs, wir haben Campingstühle, wir haben einen Campingtisch. Ja, Probleme mit dem Auto gibt es. Wir haben von Vlad und Alex gesagt bekommen, wenn das und das passiert, dann ist Krise und wir sollen Bescheid sagen und aufhören zu fahren. Ja, und was wir sagen, das und das ist passiert. Also, für alle Leute, die sich fragen, wir navigieren hier mit russischen Maps, kein Google Maps, kamen heute Morgen. Was, Bruder? Bruder, was willst du von meinen Eiern? Kam heute Morgen, das sieht hier so aus. Den schafft er nicht. Jungs, geh mal. Jungs, geh mal einer raus, bitte. Einer raus. Ich kann nicht! Janis! Wo lang? Wo lang? Der kommt hier nicht hoch! Ja, Bruder, du bist da einfach auf den fetten Stein gefahren. Hab ich den gecrashed? Ja. Kann man so klopfen? Lass mich kacken! Love is a highway. I will ride it all night long. Alles gut. Alles mit der Ruhe. Da rechts und links sind halt auch Steine, ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hä? Nach rechts. Stopp! Nach rechts! Nach rechts, bei Thomas Megaplatz. Weiter? Stopp! Stopp, 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 stopp! Ich glaube, den müssen wir auch ohne Tom und Janis hier drinnen machen. Einfach wegen dem Extragewicht. Gerade erstmal abstehen, ihr Bruder. Also Sportsfreunde, Freddy fährt da jetzt alleine hoch, weil mit dem 240 Kilo extra Gewicht ist hart. So, wir kommen nicht mehr weiter. Das ist viel zu sketchy hier. Freddy hat sein Bestes gegeben und hat auf jeden Fall ein, zwei kranke Kurven gemeistert. Aber ich sag dir, wie es ist, da kommen wir. Also okay, wir kommen da vielleicht hoch, irgendwie, wenn wir alle draußen sind. Ja, ja. Aber nicht, da kommen noch zig solcher Kurven. Ich sehe den Berg vor Schnee nicht mehr, weil einfach gefühlt, Alter, es ist so krank. Aber dafür ist die Aussicht hier auch krank. Hier drin ist auch noch kuschelig warm. Und ich glaube, wir chillen jetzt hier erstmal ein bisschen. Vielleicht, wenn das alles aufhört. Gucken wir weiter, sonst wird hier gepennt und morgen früh hoffentlich mit besserem Wetter sein. Sportfreunde, Pause vorbei. Wird Zeit leider. Es geht weiter. Gerade zweimal versucht, da hochzukommen. Hat nicht funktioniert. Ist das Mikro an? Ich meine schon, ja. Ja. Ja, 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 ja. Hat zweimal versucht, da hochzukommen, hat nicht funktioniert. Jetzt bleiben die Jungs noch mal draußen und ich gebe da mal Gas hoch.
Mal schauen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Ja, wir genießen die Aussicht hier. Es hat sich wieder alles geklärt. Tommy genießt nicht die Aussicht. Tommy ist einfach ein dreckiges Spielkind schon wieder. Hey, zu fossile. Zu fossile. Was ein Panzer, Junge! Ich hab's gerade hier hochgepackt und es ist jedes Mal, mein Herz ist auf 180, wenn ich hier hochfahre, weil der Van, der fährt auf einmal so und so und dann kurz so. Digga! Und dann spawnen auf einmal so Steine, die so einen halben Meter rausgucken, die muss man auch noch dodgen. Die spawnen da einfach, die muss man dann auch noch dodgen, weil die auch nicht mit dem Auto von unten aufsetzen darf. Wir schaufeln jetzt Freddy den Weg frei, weil, ach so, das ist Eis, Jungs, leck mich am Arsch, das ist ja wie in der Schweiz. Muss, gib kein Zurück. Gib kein Zurück. Das ist richtig anstrengend bei der Höhe. Wir sind jetzt gerade weit. Man sagt ja nicht mal Eis, aber das Eis. Dann lass so eine Rampe bauen. Wir sind bei 3600 Höhenmeter. Hier ist die Luft dünn. Heilige Bimbam. Block für Block wird hier, wie in Minecraft. Das ist die Minecraft-Musik, wenn man die einmal braucht. Wird eingefügt. Natürlich kamen mit der Miete des Vans auch ein paar Regeln, die wir einhalten mussten mit dem Van. Unter anderem gab es 4 Routen für uns, die wir nicht fahren durften. Das waren in den meisten Fällen Bergpässe. Einer davon war der Pass, den wir da gefahren sind. Wir haben es aber erst mitten auf dem Berg gerafft. Deswegen haben wir jetzt bei dem Zeitpunkt dann direkt umgedreht und sind dann auch wieder runtergefahren. Wir wären sowieso nicht weitergekommen, aber ja. Ja, und man sieht da oben, dass nur Schnee ist der Weg. Da würden wir langfahren und dann da rum und dann hoffentlich den Berg runter, aber das schaffen wir nicht. Wir haben jetzt hier gerade geschaufelt für so eine halbe Stunde. Sind, glaube ich, 5 Meter weit gekommen. Ich glaube, dein Mikro ist gar nicht an, ne? Meins ist an, deins ist nicht an. Ich habe meins gerade angemacht, Bruder. Ja, dann ist deins jetzt auch an. Da sind beide an. Ja, okay. Und deswegen jetzt wieder zurück. Hans-Köpfigkeit pur hier. Immer irgendwo hinfahren und wieder zurückfahren. Wir haben auch eigentlich nicht mal Essen für heute. Aber muss auskommen irgendwie heute. Porridge einfach nachher. Und dann, Porridge ja, und morgen müssen wir auf jeden Fall nochmal einkaufen gehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber über diesem Stein da, ich sehe den gar nicht auf der Cam, den Stein, ich glaube, das ist... Über diesem Stein ist ein Murmeltier, das uns anglotzt. Ist auch nicht das erste, was wir hier gesehen haben. Wir haben schon 3, 4 gesehen. Eins auf dem Weg nach oben, jetzt nochmal 3 auf dem Weg nach unten. Aber die sind richtig scheu. Aber der chillt da oben auf dem, auf dem Stein. Ja, aber erkennt man nicht auf der Cam. Aber Wildlife ist hier. Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn noch nicht entdeckt. Oh, ich sehe ihn. Doch, 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 Tom, jetzt. Da läuft er hoch. Nein. Halt die Kamera still! Stillhalten! Ja, ja. Einfach abfacken, weißt du schon. Hey Leute, ne? Gebt euch mal bitte diese Kulisse hier. Es ist mies am Regnen, da steht der Van. Wir sind komplett von den Schneebergen da oben, die sieht man gar nicht mehr. Sind wir runtergefahren jetzt. Und einfach, das sieht so verfickt nochmal episch aus, ne? Heilige Scheiße. Dieses Land, Tag 3 und ich bin fucking geflasht von dieser Natur. Holy shit. Ja, weiter geht's. Plan jetzt ist
Genau, Plan jetzt ist, noch einen Supermarkt zu finden, dass wir noch was zu essen finden. Wir hoffen, die haben noch auf, wenn wir da sind. Und dann wird heute Abend noch fett gekocht. Wir haben es wieder runter geschafft, Sportsfreunde. Jetzt gehen wir da vorne in einen kleinen Tante-Emma-Laden. Da gehen wir rein. Das sind so super, super kleine Supermärkte, die es eigentlich hier nur in Kirgisistan auf dem Dorf gibt. Also Tante-Emma-Laden ist natürlich deutsch, das ist von früher auf dem Dorf, aber hier in Kirgisistan gibt es das noch. Ja, ja. Deswegen wird das jetzt mal gerockt. Stimmt, okay. Kannst einfach gehen. Also, kannst du hier so in die Richtung gehen. Ja, ich weiß, nur aber abschließend mein Autoschlüssel. Ach so. Ja, kannst hier in die Richtung gehen. Lauf mal so hier. Jetzt lauf doch mal hier so. Zack. Zack. Scheiße. Ein Straßenhund. Aber ein sehr süßer. Nachdem wir in dem kleinen Supermarkt nur die nötigsten Sachen gekauft haben, wie zum Beispiel Reis oder Nudeln, ging es für uns danach noch auf eine kleine Hochebene, weil wir versucht haben, den perfekten Schlafplatz zu finden. So, Freddy, unser Arbeiterbienchen heute. So am Ende, ne? Herzrasen von 0 auf 180 in 20 Sekunden. Ja, es war wirklich so unglaublich viel. Und ich bin jetzt umso froh, dass wir hier oben noch hingefahren sind, wie Justin wollte. Ich werde den Van gleich noch drehen, damit wir die Tür aufmachen und dann da hingucken, Digga. So, Freunde. Heute gibt es Fleischwurst. Wir haben gerade Wurst gekauft und haben einfach gegambelt, dass es Fleischwurst ist. Und ich sage euch ehrlich, ich glaube, näher kommen wir nicht hier ran. Also es riecht nach Fleischwurst, schmeckt ein bisschen nach Fleischwurst. Besser wird's, glaube ich, nicht. Dazu machen wir heute Zwiebeln, Knoblauch, Tomatensauce mal wieder und Lais. Auf Freddys Wunsch. Der braucht ein bisschen was zum Magen zusammenkleistern. Zitiert von Freddy. Das ist die Fleischwurst. So, Sportsfreunde. Den habe ich so. Compilation. Es ist fertig. Heute gibt es Reis mit Tomatensauce, Sucuk-ähnlich, Fleischwurst, angebratene Zwiebeln, Knoblauch. Für jeden auch nur eine Portion Reis heute. Wir sind auf Diät. Ja, aber ist okay. Uns beides habe ich mich ein bisschen verschätzt, muss man sagen. Ich bin auch fein, aber die beiden Kampfsportler da hinten. Ist auch noch ein ganz kleines bisschen für euch beide, für eine zweite Portion ist da. Süß. Jetzt gibt's Schniggers. Nee, für mich gibt es. Schokör. 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 Schokur. Und sieht einfach gar nichts. Uiuiui. Interessant, hier auch. Von innen. Bisschen so blubberig. Also so Loufflé-Schokolade. Milka Loufflé. Also die Schokolade schmeckt gut, aber da sind halt einfach so Luftblasen drin. Ja, Loufflé-Schokolade. Ja, voll jutlich. Was damit die fluffiger wirkt. Das ist eigentlich schon Problem. Ich habe schon gefragt, warum die so leicht. Ja, das ist Loufflé, ganz klar. Ja, voll, ja, ist cool. Voll komisch. Ne? Aber nicht cool. Diese Teamarbeit. Aber die Eier sehen anders aus als die. Naja. Ja, ne, guten Hunger. So sieht unser Frühstück jeden Morgen aus. Also, ich glaube, es könnte einem schlechter geben. So, wir haben jetzt gegessen. Nicht? Aber haben wir gegessen, haben wir. Und jetzt räumen wir auf und dann geht's auch relativ bald los Richtung Wegsersbonn.
Das ist eine ganz dreckige Angelegenheit. Hast du eigentlich auf 60 mm gezoomt? Sieht man meinen Schwanz? Schade. Super. So, wir gehen jetzt einkaufen hier hinter uns. Wunderschön, ein bisschen Wasser kaufen und so. Wir gucken gleich mal, dass wir irgendwo vielleicht noch Gas finden oder sowas und noch ein bisschen andere Sachen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir auf jeden Fall brauchen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt. Wir brauchen Taschentücher, Klopapier, Sonnencreme, Ladeadapter fürs Auto und Gas fürs Kochen. Das sind so Sachen, die ich jetzt außerhalb von Lebensmitteln aufgeschrieben habe, die wir brauchen. Ja, ja. Aber wir überlegen, ob halt großer Supermarkt und Dingen sind, die kommen wirklich klar. Hier Wasser mitnehmen und dann, wenn es einen Supermarkt gibt, in der Stadt. Weiß ich halt nicht, kann ich halt nicht rausfiltern auf der Karte, wie groß die Supermärkte sind. Also wir haben einen Supermarkt gefunden und wir gehen jetzt zweite Runde einkaufen. Oh. Diesmal gehen wir ein bisschen größeren Supermarkt einkaufen. Janis, hier sind Unterhosen. Maschalaburi, ja, zeig mir besser die. Janis, hier ist was für dich. Das betont deine Beine. Welche Farben willst du haben? Ich bin wieder krank, Junge. Welche Farben willst du? Also, wir sind doppelt so viele wie du dabei hast. Das stimmt. Was macht ihr? Die haben wir nicht. Chillen. Klopapier? Arbeiter. Klopapier einfach mit Geschmack, Jungs. Mit Geschmack? nicht Geruch, Geschmack. Erdbeergeschmack. Auch mal essen dann. Noch. Ich glaube, ich brauche noch mehr Packungen in Taschentücher. Cheetos haben die das halt auch, ne? Boah, das ist krass, glaube ich. Ja. Alle Flavors. Flavors. Zwei davon. Mach mir drei Brote. Ich mach Bild und mach Übersetzer. Ja, Tom. Tom mit seinem Bild und Übersetzer. Okay, ich hab Knoblauch. Knoblauch ist 31. 31? Ja. Paprika, junges Gold. Ich brauch noch Zwiebeln. Ja, ich suche. Ah, wir brauchen auch noch Tomatensauce, ne? Ja. Wir haben jetzt für 3 Tage Frühstück, Mittagessen und Abendessen eingekauft. Oder noch nicht gekauft, aber schon mal im Wagen. Ich wüsste eigentlich gar nicht, was wir noch sonst brauchen. Wir brauchen einen Adapter, hast du schon, ne? Ja. Ich wollte noch mal nach einer Sonnenbrille gucken, weil meine schon wieder am Arsch ist. Sonnencreme habe ich auch schon. Sonnencreme haben wir. Was hast du noch aufgeschrieben? Taschentücher hast du? Habe ich. Eine Unterhose für mich. Eine Unterhose für Janis. Damit der 2 für die 16 Tage? 3. 3? Ja, ob man die noch dazu zählen darf? Weiß ich nicht. Das ist krank. Ja, ich glaube sonst noch ein paar Snacks holen, dann können wir weiter. Die 800 Packungen in Taschentücher. Dann wird eingekauft. Was sagt die Kasse? Oh, wie zoome ich? Wie zoome ich, Jesse? Wie zoome ich? Ich würde gerne auf den Preis zoomen. Reinsehen. Ah, der. Ja. Da, 7.978. Also ungefähr ja, genau. 80 Euro. Diese Obdachlosen bei uns sind einfach reich im Gegensatz zu denen hier. Ne? Muss man mal vorstellen. Damit wir auch mal wissen, wo wir hier sind. Altes Sowjetunionland. Aber das war's immer noch nicht mit dem Einkaufen. Wir fahren nämlich gerade zum nächsten Supermarkt. Warum, werdet ihr jetzt sehen. Dieser kleine Supermarkt, wo wir gerade alles eingekauft haben, hatte keine Gasflaschen, Gaskartuschen. Und diese Kackdinger gehen wirklich, einmal kochen ist eine Gaskartusche ungefähr. Also Grauenhaft. Deswegen gucken wir jetzt noch mal nach ein paar Gaskartuschen. Vielleicht noch mal ein bisschen Bargeld abheben. Und dann noch tanken. Tanken. Und dann geht's los. Die werden unglaublich steil kommen. Ich glaube, die werden gleich direkt aus dem Laden, werden die, weißt du, direkt angezogen. Also wirklich direkt. Das sind so, die sind auch so hoch. Die sind so hoch. Wir haben eine fiese neue Kopfbedeckung. Ich finde, die gehen so steil, die Dinger. Ganz steil. Die ist Zahn. Zahn, ja. Wir haben den erst falsch aufgehabt. Dann sind 2 Leute zu uns gekommen, aber auch direkt haben dann uns gezeigt, wie man die Hüte anzieht. Meinten dann so Alemannia. Meinten wir so ja. Und dann haben die erstmal den Hitlergruß gemacht. Tommy Abi filmt gerade diese Cannabispflanze. Also wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben eine freie wilde Cannabispflanze gefunden. Tommy hat sie entdeckt. Aus dem Auto, aus dem fahrenden Auto. Also seitdem wir die Hüte auf haben, wird hier
Bruder, wir müssen Selfies machen. wir müssen jedem Typen die Hand schütteln und Hallo sagen, oder? Wir haben gerade zwei Deutsche getroffen. Wir haben gerade zwei deutsche Fotografen getroffen. Die haben auch ein dickes Foto mit dem uns vor dem Bus gemacht. Ja, ja. Also wir standen da, die haben ein Foto von uns gemacht. Haben uns auf YouTube gefolgt, fanden es auch interessant. Ja, ja. Die werden so einen Kulturschock kriegen. Und wenn die einmal unsere Videos sehen, ist vorbei. Die denken, diese Schweiz-Video, Jan, was ist das für ein Block, woran der rumspielt? So, wir haben es an die Tanke geschafft. Das war ein unglaublicher Film. Aber wir haben es gepackt. Es geht los. Tanke, ey, wow. Irgendwann wurde es für uns dann auch mal Zeit, einen neuen Schlafplatz zu suchen, weil wir können ja nicht einfach mitten in der Stadt pennen, also könnten wir schon, aber haben wir keinen Bock drauf. Deswegen haben wir uns dann Richtung Autobahn begeben oder Hauptstraße, Landstraße mäßig und haben uns einen neuen Schlafplatz gesucht. So war das bis jetzt und wir haben dann die Steine benutzt, damit wir da die Töpfe draufstellen können. Stellt sich raus, wir sind einfach nur dumm. Das ist halt typisch Hans. Oder flach. Und man kann das einfach umdrehen. Nee, du kannst das so rum nicht reinpacken in den Koffer. Ja. Ah, true. Oh. Ich fand unsere Lösung trotzdem krass. Ich fand auch cooler. Wir machen jetzt hier eine Pause. Bisschen warm. Die Sonne ist so warm hinten auf dem Rücken. Wow. Ich glaube, ich ziehe meine Jacke wieder aus. Wir machen jetzt hier eine Pause. Ich zeige euch gleich mit der Drohne das Surrounding. Das ist geisteskrank, also wirklich heftig. Und wir machen jetzt Rahmenpause. Danach fahren wir nochmal eine Stunde weiter, weil eigentlich sollte hier vorne ein See sein. Da. Hier sollte ein See sein, aber. Ohne den See ist halt einfach nicht so schön, deswegen düsen wir dann direkt heute durch Richtung Issyk-Kulsee. Wir haben jetzt hier die MLS, das ist die National American Baseball League. Und Strike! Mach mal hören. Jetzt ein Curveball. Mach mal. Wie viel ist dein Outfit wert, Kerl? Wurde also Hut? Mhm. 4 Euro. 4 Euro. Jacke? Was? Kannst du doch. Mikrofon? Ja, ich sag, 100, wir haben. 120. Na, 150, weil wir haben ja diese komplette Pakete. Ah, ja, 150. T-Shirt? T-Shirt? Sponsor, weißt du? Sponsor, schau doch, Columbia. So. Dann. Unterhose? Unterhose. Bruno Banani? Bruno Banani? Gab's bei Aldi tatsächlich. Oho! Dreierpaketen, zwar nie. Schuhe? Okay. Treter? Schuhe? Sponsor. Also. Ja, und dann habe ich noch eine Sache. Necklace. Gucci Chain. Uh-huh. Sponsored from Adunya zum Geburtstag gekommen. Shoutout Adunya. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Und dann noch so eine Kette von meinem Bruder bekommen. Ein Armband eher. Okay, und dein Tattoo? Wie viel ist dein Tattoo wert? Tattoo 200. Eigentlich, nee. Unbezahlbar. Unbezahlbar, an Raper. Unbezahlbar. Geht halt nicht. So. Sportsfreunde, jetzt geht's hoch. Tired of knocking on your door. I said I'm tired of trying. Tired of knocking on your door. But I can't quit you, babe. Cause I'm gonna wait until the end of time. Freeclimbing ist absolut ein Sport, hat für mich, ja. Wo habe ich gerade überhaupt angefangen? Mhm. Der erste Step gerade eben war clean. Dieser Hut. Dieser Hut dabei. Ja, nee, ich bin beim Kies abgerutscht. Moment. It made me feel like a fool.
Sowas hat das Phantasialand doch auch. Ja. Was für diese Kyrgyzstan? Kyrgyzstan, Mürgyzstan. Hörst du schon? Wofür? Einfach Phantasialand gehen, Bruder. Nee. Der war anstrengend. So, Freunde. So, Sportfreunde. Jetzt der Rückweg wird auf jeden Fall sehr dunkel. Wir haben auch nur eine Stirnlampe tatsächlich dabei. Ich leuchte mir gerade auch mit meiner Taschenlampe vom Handy in die Fresse, damit man mich überhaupt sieht. Ja, vielleicht bricht man sich jetzt ein Bein, aber das ist halt Handstyle, ne? So, weil es halt dunkler Canyon so, aber halbe Stunde, 35 Minuten sollte passen. Sucking on my balls. Bitches, they know. Stick it in their booty, oh my balls. My balls! Na, zack, runter. Ich so, Auto so, ich so, Unfall. Wie wird denn hier hochgejettet, Junge? Hey, Junge. Wir sind zurückgelaufen. Sogar. Kann ich mal die Fresse halten? Wir drehen doch. Oder der Schweiz, als wir die ganze Zeit angeschnauzt haben, obwohl der nicht wusste, dass wir filmen. Wir haben es zurückgeschafft. Wir haben nicht mal eine Stirnlampe benutzt. Immer mal Handykamera hier und da. Bei den Klettersteigen. Aber sonst, ja. Haben uns kein Bein gebrochen, ne? So. Passiert uns halt einfach nicht so. Nee, ist auch cringe, wenn sowas passiert, ne? Skill-Issue, würde ich da immer sagen. Jetzt wird gekocht. Nudeln, Fleischwurst, Tomatensauce. Digga, Tomatensauce wird wirklich nach dem Urlaub mir so aus den Ohren rauskommen, ne? Ja, ja. Alter, aber egal, ich hab Bock. So, Take 500. So, es hat auf jeden Fall fett angefangen zu regnen. 0 auf 100, deswegen mussten wir jetzt alles schnell aufbauen, schnell reintun. Ja, ich denke, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen drin, aber viel mehr machen wir auch nicht. Ist auch schon spät. Freddy müffelt hier neben mir ein bisschen, aber das ist okay. Schiebt das auf mich? Ja, ich schieb das auf den. Wir kuscheln jetzt noch ein bisschen, die anderen beiden sind noch kurz draußen und kommen dann jetzt rein. Wir beide kuscheln. Und ja, deswegen wünschen wir euch schon mal eine gute Nacht. Die Kamera ist nämlich auch gleich leer. Hauen Sie rein.